Oh. Aber dafür jetzt 4-5 Treffer einkassieren, muss nicht so unbedingt sein. Ah, ja. Den ganzen Weg zurück. Keine Abkürzung für Zwerge. Finde ich jetzt nicht so toll. Wow. Ganz schön viele Stacheln hier. Wow. So, oben ist noch eine Kiste. Da gucken wir mal als nächstes hin. So war das nicht geplant. Zack, 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 zack. Kaputt. Kaputt. Ach, da ist schon wieder ein dober Wolf. Ich weiß, was du vorhast. Genau. Natürlich trifft er mich. Konnte ich mich schon vorbereiten, alles. So, rechts rum wollten wir. Oh. Kaputt, 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 kaputt. Oh, wo kommst du näher? Dich hatte ich gar nicht auf dem Plan. Dich übrigens auch nicht. Oh, 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 oh. So, runter. Weil hier unten war irgendwo noch eine... Oh. War irgendwo noch eine Kiste und ein Tagebucheintrag. Da war was, ne? Wir haben den vierten Boss noch nicht gelegt und er jetzt vielleicht schon. Eintrag 19. Ich stand außerhalb des Dungeon-Eingangs länger, als ich mir zugestehen wollte. Mein Mut wurde langsam aus mir gezogen, denn ich habe Monster unten gesehen und sie machen meine bisherigen Versuche zu kämpfen lächerlich. Also, er ist jetzt dabei, die Hölle zu betreten. Okay, also wir haben noch Zeit. Ich muss mich selber stehlen. Ich muss mich fokussieren. Es gibt so wenig Lichter unten. Ich denke, ich könnte mich selber verlieren. Ja. Er hat halt Angst vor Dunkelheit. So. Oh. So, du war Magier. Du bist der Letzte hier. Das ganze Gold wollen wir auch mitnehmen, das wäre ja schade drum. So, 5800 gleich. Zauber. Wie sich das für einen Zwergenminer gehört. Ach, nicht nach oben drücken beim Fliegen. Also, so, besser. Hier war irgendwo so ein Stachelding. Da ist das Stachelding. Weg vom Stachelding. So, Karte sagt, wir müssen nach oben. Oben und dann nach rechts. Kein Kämpfen. Das heißt, ich darf Schaden nehmen. Okay. Ich hätte es sogar ohne Schaden nehmen geschafft. Sehr schön. Eine Bounty-Rune. Die macht doch bestimmt, dass wir mehr Gold bekommen. Jetzt kann ich euch töten übrigens. Das werde ich auch tun. Wow. Das war knapp. Komm mal näher hierher. Danke. Jetzt bringe ich deinen Kumpel um. Und hier fliegen langsam ganz schön viele Bälle durch die Gegend. Oh. Und erster Treffer. Na gut. Ist vertretbar, würde ich sagen. Alles mitnehmen und weg hier. Weg, 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 weg. Und ein Secret. Mit noch mehr Gold. 7000 Gold haben wir gleich. Hops und hops. Oh. Karte sagt, wir haben bald nicht mehr viel Wald. Also einmal links, unten links und dann oben. Und danach müssen wir eventuell in den Maya-Bereich. Wobei wir wissen, dass wir da nicht... Was war das? Wobei wir wissen, dass wir da nicht besonders gut klarkommen.
dir vielleicht vorher einen kleinen Trip in den Anfängerbereich. Ein, zwei Kisten da aufbrechen und Lebenspunkte sammeln. Ah, obwohl, wo ich gerade hier sehe, allein in dem Raum dürften wir schon noch Lebenspunkte sammeln können. Da oben will ich durch. Genau. Ah, hab's. Ja, sind schon wieder fast voll. Sehr schön. Ich will erstmal da oben gucken. Also oben links. Nicht, dass wir nachher wieder zurücklaufen müssen. Katsching, katsching. No. Mich triffst du nicht, du doofes Auge. Oh. Oh. Das ist ganz schönes Chaos hier. Oh, oh, oh. So. Was für ein Raum. Okay. Es gab ein bisschen Gold, aber... Naja, ich bin wach. Ich bin wach. Ist alles gut. Sachen gibt's. Okay, rechts rum. So, hier war mal ein Boss. Nee, 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 nicht teleportieren. Dich hätten wir gern und dich hätten wir gern. Und dich auch noch. So. Ja. So, Hund. Komm auch. Ich weiß, du willst es. Komm schon. Er ist über uns rübergesprungen. Oh weia. So. Gold 8700. Oh, und da oben ist ein Zwergendurchgang. Und hier ist gar nichts. Das ist nur ein Zwergendurchgang. Okay. Oh, wir sind schon im Maya-Gebiet. Und gleich eine Kiste. Sehr schön. Du bist keine echte Kiste. Wusste ich's doch. Du auch nicht. Oh, oh. Oh, drei Schläge, das ist echt nicht toll. Und die bringen so viel Gold. Wenn ich normale Wölfe schon nicht mag, werde ich den da auch nicht mögen. Hm? Und die Kiste da unten zuckt. Oh. Weg mit dir, weg. Mit dir. Das sind alles Fake-Kisten. Überall Fake-Kisten. So, muss ein paar Sachen töten. So. Und gleich ins erste Gebiet zurück. Ist hier noch irgendwas? Bisschen Gold, was zum kaputt machen. Oh. Kleine Ninjas. Ist alles noch machbar. Oh. Ja, nee. Ein Treffer und ich bin tot. Also weg. Also ein Treffer in dem Gebiet hier und wir sind tot. Hops, hops, hops. Und tot. Schade. Ich hätte schneller zurücklaufen sollen. Aber für einen Miner echt nicht schlecht. Zwei, ein Viertel rein. Oh. So, weiter. Assassine, Hokage und noch ein Hokage. Nö. Eine Assassine, eine Spelunki, nee, eine Spelunkette, die nostalgisch ist und weit weg fliegt, wenn sie getroffen wird. Das fanden wir echt nicht so toll. Und ein Spelunki, der nicht 3D sehen kann. Den nehme ich doch mal. So, 9761. Ob wir das hier nehmen? Das ist tierisch teuer. Ne, ne, komm. Erstmal das wichtige Zeug. Wir haben nämlich nicht den Guardian-Helm, sondern die neue Brustplatte. 10 mehr Rüstungsschutz. Genau. Guardian Limbs, ja, ist okay. Hier ist alles okay.
Obwohl, du bist ein Spelunki, du brauchst eigentlich mehr Lebenspunkte. Plus ein Siphon. Siphon war Lebens... Mana-Entzug. Ne, nehme ich lieber das hier. Genau. Also mehr. So. Runentechnisch war da was bei? Nur eine Sky-Rune, glaube ich. Ja, nichts wirklich Tolles. Ah, doch da. Münzen geben mir Gold. Aber dann können wir nicht mehr fliegen. Und fliegen ist doch schon ziemlich praktisch. Okay, also 8000 Gold zum Ausgeben. Wir hätten gerne... mehr Lebenspunkte. Mehr Lebenspunkte sind immer gut. So, einfach ganz, ganz viele Lebenspunkte mehr. Auch wenn unser Held hier irgendwie nicht so wirklich viel davon mitbekommen hat, hätte jetzt 220. Vorher hatte er 200. Zing, 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 zing. Also gleiches Spiel wie eben. Erstmal in den Wald. Dann gucken, ob wir uns auffüllen müssen. Und sonst in den Tower. So. Oh. Ah. Da sind schon mal zwei Kisten. So. Und so. Gedöns bleibt da. Also die Statuen. Wow, wow. Du bist ein ganz schön voller Raum. So, schon besser. Und die ersten 1000 Goldmünzen sind gleich voll. Sehr schön. Also ja, die Spelunkis oder Spelunkets oder wie auch immer, die sind echt schick. Oh. Aha. 1265. Sag ich ja, sind gleich voll. Aber hier wollen wir eigentlich gar nicht so wirklich weitermachen. Wir wollen hier einen Wald. Und der müsste... Oh. Hier irgendwo sein. Unter uns ist irgendwo eine Truhe. Aber wir kommen gerade nicht nach unten. Und Wald, sehr schön. Und gleich mein Lieblingsgegner. Springen wir in die... Genau, danke. Springen wir in die... Genau. Sehr schön. Na, komm her. Oh. So. Zing, 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 zing. Skelette sind okay. Da ist ein fliegender Schädel, der ist nicht ganz so okay. Und Stacheln mal wieder. Ich vergesse die immer und immer wieder. Oh ja, Lebenspunkte sind noch in Ordnung. Also wieder Stacheln, die ich antatschen könnte aus Versehen. Wow, 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 wow. Genau das meine ich. Wenn ich da so mit dem Kopf gegenkomme, löse ich die ja auch aus. Wie jetzt gerade. Oh. Oh, okay. Ah. Ganz schnell weg hier. Ah. Oh, ich bin kein Zwerg mehr. Nee. Wo wäre es denn da hingegangen? Ich sehe da keine Kiste funkeln oder sowas. Komisches Secret. Naja. Kaputt. Kaputt. Oh. Warum zur Hölle bist du so schräg? Also ja, wir können nicht 3D sehen, aber der eine Gegner, der war so durchgehend angeschrägt, als wenn er durchgehend in der Drehung wäre. Das sah komisch aus. Hm. Na gut, er ist tot, das ist das Wichtigste. Schon, du musst auch schnell tot sein. So, Lebenspunkte sind gut. Gold 2000, ja, ist gut.
schön viele Vasen hier. Und du hast nicht sehr viel Auslauf. Jo. Stirb. So, ganz viel Gold. Zwei Beutel. Okay, sind auch 320, aber meh. 320 Gold ist langsam nicht mehr so viel. Wenn man bedenkt, wie teuer unsere Upgrades inzwischen sind. Ah, ja. Nein, der neue Tagebucheintrag. Jetzt müsste er hier in der Hölle sein. Ich dachte, ich wusste, was Dunkelheit ist, aber hier in diesem Kerker hat die Dunkelheit eine Stimme. Es spricht zu mir durch die Gatter und durch die Ecken. Es spottet mir. Die Dunkelheit ist so dick, dass sie fast greifbar ist. Und die Biester hier haben es ihre Heimat gemacht. Sie bewegen sich schnell durch die Korridore. Und sie sind furchteinflößender als alles, was ich zuvor getroffen habe. Ich muss vorsichtig sein und meine Kämpfe dementsprechend wählen. Zu frontal auf Gegner loszugehen, könnte mir jetzt das Leben kosten. Ja, da hast du wohl recht. Auch wenn es komisch ist, das von dir zu hören. Du bist ja normalerweise der Drauf-Zustürm-Typ. Wenn wir deinen Tagebucheinträgen so trauen dürfen. Wow. Aha, du bist schon mal kaputt. Wow. So, weg hier.